Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Bitte begeben Sie sich nur im äußersten Notfall dorthin, bis die Gegend wieder sicher ist. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich. Sieh mal einer an. Neues Gesicht, neuer Körper. Oh, wie gut, dass ich mich heute Morgen aus dem Bett gerollt habe. Lassen Sie mich mal raten. Sie suchen einen Sponsor, oder? Großartig. Muy bueno. Wir sind simpatico, eh? Sie brauchen einen Sponsor, ich brauche einen Kandidaten. Das Spiel ist einfach. Sie betreten meine kleine Arena und das Spiel beginnt. Die Regeln sind simpel. Töten oder getötet werden. Wenn Sie überleben und uns eine gute Show abliefern, mein Freund, dann haben Sie einen Sponsor. Leichter gibt's im Ödland keinen Sponsor. Sind Sie bereit? Exzellent! Gute Shows werden von mir in Endlosschleife gezeigt. Willkommen zu einer neuen knochenkrachenden Episode von Mutant Bash TV, der Show, in der das Blutvergießen Trumpf ist. Heute haben wir einen neuen Kandidaten, direkt aus der Vergangenheit. Er sieht hart aus, aber kann er auch kämpfen? Bald werden wir es wissen. Aber jetzt erstmal Applaus für unseren Helden! Die Regeln sind simpel. Unser Kandidat muss alle Arenen absolvieren und dabei unter der eingesetzten Treffer. Kein Problem, sagen Sie? Nicht so schlimm. Ein frischer Haufen Nordmutanten wartet auf unseren Kandidaten. Hart im Nehmen und schnell wie der Blitz. Okay, Leute, die Show kann beginnen. Töten oder getötet werden, darum geht's in diesem Spiel. Thank you.
Bisher eine großartige Leistung. Durch das Tor geht's zur nächsten Arena. Sie haben die Bonusrunde erreicht. Die Gelegenheit für unsere Kandidaten, einen Riesenhaufen Kohle einzustreuen. Es ist ganz einfach. Schießen Sie auf ein Ziel, um alle Räder vor dem Ablauf der Zeit auf einem Preis anzuhalten. Aber schön auf die Mutanten aufpassen. Viel Glück! Oh shit, ich glaube, ich war die ganze Folge gemutet. Okay. Ja. Das passiert, wenn man vielleicht schon 6 Stunden Anno gestreamt hat, fast 4 Stunden Witcher. Und dann eben beim Ende vom Witcher-Stream das Mikrofon gemutet hat und das jetzt nicht wieder angemacht hat. Oh, ich nehme halt hier gerade mitten in der Nacht für euch noch schnell eine Folge Rage auf, damit die morgen kommt. Und jetzt war ich gemutet die ganze Zeit. Oh Mann, egal, ich gönne euch die Folge trotzdem. Ich kann es jetzt nicht nochmal ändern. Ich kann es nicht nochmal zugänglich machen. Also 10 Minuten stummer Noster, Spielsound war ja da. Willkommen in der Shipwreck Hold! Wenn ich nicht hätte mich niesen müssen, hätte ich es nicht gemerkt. Ich wollte mich gerade muten, weil ich so ein Kribbeln in der Nase hatte. Auf einmal sehe ich, ich bin schon gemutet. Oh nee. Mit dem Controller.
What the fuck? Ich weiß halt nicht, ob ich ihm Schaden mache. Oh, anscheinend schon. Was für eine Wahnsinnsshow! Meiner Meinung nach der beste Kandidat des Monats. Die Krake. Schön sitzen bleiben, Leute. Während sich unser Kandidat aufs Podium begibt, hören wir doch mal, was unsere Sponsoren sozusagen haben. Diese Show wird Ihnen präsentiert von Rusty's Autozubehör. Rusty's, seit 10 Jahren der beste Freund Ihres Autos. Kriege ich hier nochmal Muni zurück? Das wäre ganz toll. Eine neue Sammelkarte, ein Jan-Alai-Mutant. Und wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Gamesbund 511, 44% Genauigkeit, 5 Minuten 14 und 43 Kills. Kandidat des Monats. Hier ist Ihr Sponsorenvertrag. Viel Erfolg im Rennen. Aber Moment, Moment, bevor Sie gehen, wollen Sie nicht in einer weiteren Show mitspielen? Es gibt eine ganze Menge Geld zu gewinnen. Werden wir. Wir werden nochmal wiederkommen, auf jeden Fall. Aber nicht jetzt. Oder? Ich speichere mal kurz. Kann ich hier gar nicht. Dann speichere ich hier draußen mal eben. Aber auf jeden Fall eine fette Ballerei. Mutant Bash TV. Oder sollte ich eher sagen Muted Bash TV? Das Spiel ist dasselbe, aber dieses Mal ist die Herausforderung ein kleines bisschen größer. Für einen Kandidaten wie Sie allerdings. Oh, kein Problem. Also, sind Sie bereit für Folge 2? Andere Folge auch antreten. Selbes Spiel, aber diesmal ist die Herausforderung größer. Ich glaube, ich muss dafür vorher erstmal Muni kaufen, sonst wird es ein bisschen. Sonst wird es ein bisschen eng. Ohne Muni kann ich da halt schlecht rein. Wäre Selbstmord. So, Sponsorenvertrag haben wir in der Tasche. Oh shit. Voll vorgefahren. So, jetzt kann ich das ganze Preiskit, was ich bekommen habe, eigentlich alles in Munition wieder ausstecken.
werden einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen Ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, 3 Rennscheine, $30. Bitte ja. Haben Sie dabei diesmal etwas mehr Geduld als beim letzten Mal. Nehme ich mal so mit. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen ein Interesse daran hat, dass ich die damaligen Geschehnisse wiederhole. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. So, Sturmgewehrmuni. Kostet gar nicht viel. Kugeln in Kugeln in Kugeln und alle gehen gleichzeitig los. Splittermuni nehme ich mal mit. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So eine Art Schrotflinte für die Pistole oder was? So, jetzt habe ich mich auf jeden Fall fett eingedeckt. Geniale Bash-TV-Show. Dankeschön. Danke. Hallo, mein Freund. Hallo, Warren. Hier gibt's Autoteile. Ja. So, Styles. Es ist verdammt lange her, dass der alte J.K. einen Fahrer dabei hatte. Hoffe bloß, du fährst besser, als du schießt. Geh jetzt zu Slim und Hals- und Beinbruch. So, dann machen wir noch das Rennen. Versuchen wir das noch zu gewinnen. Und dann reicht's für heute, weil ich bin hundemüde. Ich muss ins Bett. Bürger von Wayspring. Ich Lust, einen Blick auf den Rennplan zu werfen. Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können. Sponsorenrennen. Fahr vorsichtig! Willkommen Rennsportfreunde zum packenden Dusty Age Sponsorenrennen. Heute sehen wir den Kampf der besten Piloten um die besten Sponsoren. Viel Glück allen Teilnehmern. Oh, unsere neue Mutant Bash Lackierung hier. LB für die Mutant Bash Waffe, okay. What the fuck? Okay, damit auch jeder das Rennen gewinnen kann, wurde übelst OP-Waffe eingebaut. Weil wer das Rennen nicht gewinnt, der ist im Arsch. Apropos Rennen gewinnen, da erinnert mich an den ersten Teil von Mafia, den ich damals, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch in der Grundschule, da habe ich den gespielt. Mega gutes Game, saugeile Story. Es war heutzutage mega altbacken, aber es gab da so ein Formel-1-Rennen, so in den 30er Jahren. Und du musstest das gewinnen in der Hauptstory und das war so scheiße schwer. Zumindest für meine damaligen Fahrkünste. Es war einfach schwerer als jegliche andere Mission, wo es ums Ballern ging, dieses Formel 1 Rennen zu gewinnen. Ne? Und das hat so Nerven gekostet. Immer wieder. Das war halt, ging halt immer eine Viertelstunde und wenn du verkackt hast, irgendwann am Ende, dann durftest du wieder von vorne anfangen. Und die Belohnung, ein Cuprino. Oh ja, neues Wegelchen für uns. Tolles Rennen, Mann. Der Cuprino wartet in deiner Garage. Alles klar, dann schauen wir gleich mal, ob wir da die besten Autoteile, die es gibt. Ein kleines Upgrade für den Cuprino kaufen können. Oh ja, wir haben 73 Rennscheine noch in der Hinterhand. Da können wir uns den Cuprino gleich richtig schön aufpimpen. Mittlerer Cuprino-Panzer. Genauso schwer wie der normale, aber doppelten Schutz. Nehmen wir.
Ein V10. Der größte Motor, den nehmen wir auch. Und dann haben wir keine Kohle mehr. Aber wir haben schon mal viel Panzerung und einen fetten Motor. Und ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minuten. Machen wir noch ein Rennen oder auch zwei, je nachdem, wie lange die dauern. Raketenrennen mit dem Cuprino. Viel Erfolg! Sind da schon standardmäßig Raketen dran? Scheinbar. Wir wollen natürlich die Karre gleich schnellstmöglich auffinden. Willkommen, Rennsportfreunde, zu einem neuen spektakulären Ödlandrennen. Das ist unsere neue Karre hier. Auf jeden Fall ein bisschen robuster als so ein kleiner Buggy. Aber auch vom Handling her wesentlich schlechter. Boah, ist das schwerfällig. So, Rennen gewonnen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Lust, einen Blick auf den Rennplan zu werfen? So, dann haben wir die Rennen alle gewonnen. Und in der Kategorie haben wir noch einige. Ich würde sagen, wir fangen mit der Raketenrallye hier an. Die schaffen wir vielleicht noch, dann haben wir eine halbe Stunde, dann reicht es auch wirklich. Jetzt bin ich übel, aber. Hallo Rennsportfreunde! Ist heute nicht ein herrlicher Tag für eine neue Ödland Rally? So, jetzt hatte ich so einen hohen Vorsprung. Jetzt haben die anderen den höchsten Vorteil, weil die Punkte jetzt da hinten sind, wo die rumgefahren sind. Ja.
Das war ja einfach, das war ja Pipifax. Ja, dann schauen wir noch mal, was wir uns von unserem Rennschein holen können für den Coprino. Und dann... Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Yo, Rusty. Hast du was gefunden? Zeig mir hier, was du für den Coprino so hast. Am besten ein paar neue Reifen. Klingenrennreifen auf jeden Fall. Die nehmen wir erstmal mit. Fahr wie der Teufel, mein Freund. Machen wir. Wie der Teufel fahren wir. Ja. Und ich werde jetzt Feierabend machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Haut rein. Ich wünsche euch was. Lasst mir noch ein Däumchen da oder einen Kommentar. Nächste Folge oder nächster Stream. Wie auch immer. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch viel Spaß und einen tollen Tag.